Man müsste schöne Augenblicke in einen Koffer packen können. Und wenn man an einem kalten, trüben Herbsttag mal wieder vergessen hat, wie gut es das Leben mit einem meint, macht man ihn auf und lässt sich von den Erinnerungen wärmen. In meinem Koffer wäre, tja, eigentlich nichts Großartiges. Vielleicht ein Nachmittag im Garten mit meiner Familie. Genau, die Sonne scheint, kein Wölkchen am Himmel, ich laufe barfuß über den Rasen. Es sind die kleinen Dinge, die das Glück ausmachen, deren Wert uns erst bewusst wird, wenn wir sie verloren haben. Für meine große Liebe, Petra. Nick, wie lange ist das her? Eine Ewigkeit. Ich vermisse dich. Die Tournee ist hart, aber der Gedanke, dass wir uns in ein paar Tagen wieder sehen, hält mich aufrecht. Ich habe schon Halluzinationen. Gestern war ich fest davon überzeugt, du stehst auf der Lautsprecherbox neben der Bühne. Wie im Sommer, als wir uns kennengelernt haben. Aber ein anständiges Mädchen hat natürlich was Besseres zu tun, als einem Kabelträger nachzureisen. Was ist das für Musik? Gut, ne? Ich dachte, du bist unterwegs, einkaufen für die Party. Ich wollte noch die Eisenbahn für Papa holen. Die macht sich gut auf dem Buffet. Liebesbriefe, zeig mal. Ach, wie schön. Solche Gefühlsaufwallungen hätte ich Papa gar nicht zugetraut. Der Brief ist auch nicht von ihm. Nicht? Ich habe nicht im Kloster gelebt, bevor ich deinen Vater kennengelernt habe. Ich habe ein ganz langes Sündenregister. Einschließlich Modesünden. Viel zu kurz und viel zu bunt. Nick, wer war er? Der Mann, vor dem Mütter ihre Töchter waren. Oh, gefährlich. Mhm. Er hat damals als Roadie gejobbt. War auf Tournee mit ganz großen Bands. Mama! Du wolltest dein Badezimmer ausmessen und ich sitze jetzt bei dir in der Dusche? Und warum hat er mit dir Schluss gemacht? Wer sagt denn, dass er Schluss gemacht hat? Du unterschätzt deine alte Mutter. Entschuldige. Wann hast du zuletzt von ihm gehört? Kurz vor der Hochzeit mit deinem Vater. Kennt Papa ihn? Ja, aber selbstverständlich. Was meinst du, wie er sich damals ins Zeug gelegt hat, um mich davon zu überzeugen, dass er der Bessere ist? Ja, ein Glück, sonst gäbe es Jule und mich ja auch nicht. Mhm. Bei mir hat offenbar der direkte Weg zum Ziel geführt. Du und dein Uli. Ja. Weißt du, mit Nick hätte ich mir nie eine Familie und ein Zuhause aufbauen können. Eva? Ja? Ja. Die rot-blau gestreifte Krawatte, ich finde sie nicht. An der Garderobe. Ah. Und das Sakko? Auch da. War er denn schon immer so? Ich komme! Ah. Hab's. Alles gefunden? Ja. Was bist denn du so nervös? Ich bin doch nicht nervös. Du machst jetzt schon zum dritten Mal den Jahresabschluss für diesen Verein und immer haben sie dich gefeiert. Ja, deswegen wundert es mich ja, dass sie mich noch nicht gefragt haben, ob ich die Finanzbuchhaltung auch übernehme. Das wäre sehr lukrativ für mich. Ich weiß. Jetzt schläfst du erstmal ganz gemütlich in deinem Hotelzimmer, in deinen Geburtstag rein, lässt dir einen Kaffee ans Bett bringen und auf den Geburtstagskuss wartest du, bis du wieder da bist. Ich schätze, ich brauche morgen noch den Vormittag. Wenn die Autobahn frei ist, bin ich am späten Nachmittag zurück. War schön vorsichtig, du wirst noch gebraucht. Oh, guten Morgen.
Morgen. So, Jule, bist du unter die Frühaufsteher gegangen? Ach, ich war schon in der Uni. Im Immatrikulationsbüro hast mit den Rauchern in der Schlange gestanden, was? Ja, was bleibt denn übrig? Sehe ich dich noch als Endvierziger? Streu kein Salz in die Wunde. Meint ihr, ich hätte groß feiern sollen? Dafür ist ja zu spät. Ich schwanke immer noch, ob 50 ein Grund zum Feiern ist. Um jung zu sterben, ist es zu spät. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Ach, wisst ihr was? Wir gehen schick essen. Wir vier und Oma. Ruf doch im La Trattoria an, die sollen unseren Lieblingstisch reservieren. Ja, ich muss los. Tschüss. Ciao. Bringst du mir was mit? Überraschungseier, Wundertüten. Egal, ich nehme alles. Mach ich. Tschüss, ihr beiden. Ciao. Schlüssel. Ach ja, Autoschlüssel. Danke. Da vorsichtig. Ja, bis morgen. Morgen. Seh dich, ja? Ja. Ich dachte, den wären wir nie los. Tschüss. Operation Überraschungsparty kann beginnen. In 10 Minuten in der Küche. Ich rufe noch vor Alisa. Ich bin's. Sag mal, wenn du nachher die Möbel lieferst, bringst du dann auch die Kissen für die Bänke mit? Guten Morgen, Petra. Guten Morgen. Entschuldige, wo überfalle ich dich denn? Nein, im Gewächshaus. Wo denn sonst? Das klingt aber sehr dumpf. Das macht die hohe Luftfeuchtigkeit. Willst du mich veräppeln? Welche Farbe? Die Kissen, welche Farbe? Ach so, naja, du, ich dachte, ich mach die ganze Deko in Rot. Was hältst du davon? Geschirr? Kerzen, deine Rosenbüsche. Okay, ich bring die cremefarbenen mit, die passen immer, ja? Du bist so kurz angebunden, ist was? Nein, wieso? Hey! Was ist denn da los bei dir? Es ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich muss mich mal eben um meinen Gärtner kümmern. Ah ja. Glaubt dir kein Wort. Ich will nachher alle schmutzigen Einzelheiten. Tschüss. Bis später. Der Gärtner? Meine schöne Rose, irgendwelche Wünsche? Deine schöne Rose geht jetzt duschen und am Morgentau und dann arbeiten. Einen Moment noch. Oh, das war toll. Heute Nacht. Kümmer du dich mal lieber um deine Frau. Wollen wir noch zusammen frühstücken? Was denn? Wir kennen uns doch erst seit gestern Abend. Mhm. Ich rufe den Zimmerservice. Okay. Ein Espresso. Unten an der Bar. Und die hast du alle angerufen? Ja. Und keiner hat sich bei Papa verplappert? Na, dem würde ich eigentlich den Hals umdrehen. Schlag doch mal die Desserts auf. Wo bleibt denn Jule? Keine Ahnung. Mein Schatz, lass mir noch ein paar Gurken übrig. Ich brauche die noch. Und was gibt's denn sonst noch? Da überall, wo Zettel drin sind. Willst du das alles schaffen? Boah, das meiste habe ich doch schon. Steht alles unten im Kellerkühlschrank. Und 3 Tage vorbereiten und einen Abend feiern. Ja. Ein paar Eier. Ja, dann haben Papa und ich uns fast totgefuttert auf Forte damals. Ich glaube, das Geschirr reicht nicht. Ich muss noch das alte Service aus dem Keller hochholen und das erstmal gründlich waschen. Warum nehmen wir nicht keine Pappteller? Kannst du dir den Aufstand vorstellen, den Oma dann macht? Und außerdem wäre das auch eine riesen Umweltsauerei. Wasser, Spülmittel, wenn man das gegenrechnet? Kinder, in der Küche lasst ihr mich jetzt besser alleine. Da bin ich am schnellsten, wenn mir keiner dazwischen funkt. Und alles, was ich noch brauche, steht auf dem Einkaufszettel. Tischkarten schreiben, Torten abholen. Was denn? Ich dachte, du willst alles selber machen. Mhm. Ja, rote und orangene Windlichter, die kann ich besorgen. Ich habe nachmittags sowieso noch einen Termin, Mann. In der Stadt. Sehr gut. Kannst du auch noch einen Block Eis mitbringen? Ich habe einen bestellt. Hm, kein Problem. Dann schreibe ich erstmal die Tischkarten. Übernimm dich nicht.
Tischkarten sind in der Kommode und der Stift liegt direkt daneben. Die Gästeliste. Packe kommt übrigens auch. Ah ja. Ich hätte das gedacht. Und ich glaube, du bringst noch Schokolade mit, sonst sehe ich schwarz mit der Mousse. Okay. Für die Tasche würde ich töten. Was glauben Sie, wie ich an dir angekommen bin? Hongkong-Imitat. Wann sehen wir uns wieder? Moment. Albers? Nein, der Bagger ist auf Gummiketten gelagert. Das schadet dem Hasen nicht. Also bitte, wie stellt er sich das denn sonst vor? Sollen wir seinen Teich vielleicht mit einem Teelöffel ausheben oder was? Wir schaffen aber keine 6 Kubik die Stunde. Wenn er es eilig hat... Okay. Ich rede nachher selber mit ihm. Bis später. Wow. Heute Abend? Tut mir leid, da habe ich Stammtisch. Ah. Unternehmerinnen. Und morgen? Der Portier hat ihren Wagen vorfahren lassen. Danke. Morgen, da bin ich auf einem Fest. Der Mann meiner besten Freundin wird 40. Aber das dauert nicht ewig. Später vielleicht. Ich rufe dich an, wenn ich da los war. Aber warte nicht zu lange. Ab morgen bin ich längere Zeit nicht mehr in der Stadt. Na, da muss ich ja zugreifen. Entschuldigung, der Bankettmanager würde Sie gern kurz sprechen. Wegen der Bambusstauden im Wintergarten. Hilft es, wenn ich mir einen Garten anschaffe? Tut mir leid. Das Geschäft. Ja. Das Geheimnis deines Sexappeals. Ich habe doch gesagt, dass ich gleich da bin. Bei dir muss man ja immer noch Schlange stehen. Nick. Na, Joanna? Gibt's denn heute Mittag nichts Warmes? Thomas Geburtstag geht vor. Ich hab gedacht, ich mache dir den Eintopf von gestern warm. Eintopf. Also gut, du kannst auch ein paar Scheiben Schweinebraten haben mit hausgemachter Remoulade. So hausgemacht wie die ganze Party. Bitte, Johanna, jetzt lass uns das nicht noch mal durchhecheln. Du kennst meine Einstellung. Also, Eintopf oder nicht? Bitte. Dein Mann hat eine der renommiertesten Steuerkanzleien. Dieser Status bringt nun mal gewisse gesellschaftliche Verpflichtungen mit sich. Na, da sind wir doch ganz einer Meinung. Ja, dann verstehe ich nicht, warum du ihn vor seinen Freunden und Geschäftspartnern mit einem Laubenpieperfest blamieren musst. Meine liebe Johanna, diese Laube ist zufällig unser Zuhause. Fühlst du dich nicht wohl hier? Och, du drehst einem das Wort im Mund um. Weißt du noch, wie es hier aussah vor 20 Jahren? Heruntergekommen wäre gelinde ausgedrückt. Und zum Glück konnten wir euch unter die Arme greifen damals. Wir sind stolz auf das, was wir geschaffen haben. Wir haben die glücklichsten Jahre unseres Lebens hier verbracht. Und deswegen, finde ich, gibt es keinen besseren Ort, um Thomas Geburtstag zu feiern. Weißt du noch, der 50. von Werner im Drei Könige? Wirst mir zustimmen, dass das Format hatte. Mhm. Und wie ich Werner kenne, hätte er liebend gerne mit Thomas getauscht. Weil sein Zuhause und seine Frau haben ihm alles bedeutet. Nein, das ist nicht dein Ernst. Warum sitze ich nicht neben meinem Sohn? Sie schläft. Ich wusste es. Was ist denn los? Ich habe keine Lust, alles alleine zu machen. Du hast doch gehört, wo Mama uns gebeten hat. Der Geburtstag ist ja erst morgen. Also entweder wir räumen jetzt die Garage aus. Es ist Männerarbeit. Oder wir bügeln die große Tischdecke fürs Buffet. Ich bin doch nicht die Bügelfee. Steh auf! Ach, du hast ja keine Ahnung, was ich für eine Nacht hinter mir habe. Im Immatrikulationsbüro. Ja, okay, das war gelogen. Das war mir klar. Glaubst du, Papa hat's geschluckt, dass ich heute Morgen schon in der Uni war? Für den hast du doch einen Heiligenschein. Ich war die Nacht über bei Rob. Der Tutor? Der DJ. Ich habe 3 Stunden lang vor seiner Nase rumgetanzt, bis er mich gar nicht mehr übersehen konnte. Er musste mich praktisch mit zu sich nach Hause nehmen, um mich vor dem Dehydrieren zu retten. Das war bewusstseinserweiternd. Dimensionen, in die ich nie vordringen werde. Das hat dich niemand gezwungen zu heiraten.
Aber ich will doch den Rekord von Mama und Papa einstellen. Schenkst du ihm eigentlich? Ich hatte gehofft, ich kann mich an deinem Geschenk beteiligen. Wie immer. Ja, das Geld kann ich dir allerdings erst in ein paar Tagen geben. Nein, nein, diesmal nicht. Du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Was schenkst du ihm? Wird nicht verraten. Los, raus damit, was schenkst du ihm? Lass das. Das ist Tante Alice. Tu mir einen Gefallen und lass das Wort Tante weg. Sie bringt die Blumenkübel. Komm, auf geht's. Was schenkst du Papa denn jetzt? Lass dich überraschen. Hi, Rob's Mailbox. Hier ist die Frau von gestern Nacht, von heute Nacht, von morgen Nacht. Mist. Hi. Ah, da bist du ja. Hi. Hi. Alles nach hinten? Oh, wie schön. Den Hibiskus bitte dahin. Jungs, ab nach hinten. Hast du die Möbel? Ja, was denkst denn du? Ah, toll. Du? Ich muss dir was erzählen. Du bist verliebt. Ach Quatsch, du kennst mich doch. Ich habe jemanden getroffen, der uns beiden mal sehr nahe stand. Der vor allen Dingen dir mal sehr nahe stand. Keine Ahnung. Danke. Männlich, gut aussehend. Ach komm, jetzt rat doch mal. Ja, ich weiß es nicht. Ich sage nur Sex and Drugs. And Rock'n'Roll. Hi. Hi. Ich fahr jetzt los. Ist dir noch was eingefallen? Nein, 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 fahr ruhig. Ich hab's ja nie dabei. Ja, ja. Ciao. Nein. Nick ist in Lüneburg? Ja. Du, und der sieht fabelhaft aus. Du stell dir vor, die hat die Haare jetzt kurz. Nein. Also ich meine, immerhin hat er noch welche. Du, und unsere Sorgen, dass der alte Hippie mal unter die Räder kommt, waren völlig unbegründet. Er ist Arzt. Nick ist Arzt? Super erfolgreich, internationaler Medizinguru sozusagen. Ich war schon mal im Internet. Das kann alles nicht wahr sein. Soll ich dir was sagen? Hm? Heute Morgen habe ich seine Liebesbriefe gefunden. Nein. Hey, das ist ein Wink des Himmels. Was soll das denn jetzt? Ich bin mit Thomas verheiratet. Oh, dumm gelaufen. Also Alice. Oh, Entschuldigung, die Margariten bitte nach vorne. Sorry. Hallo. Hi, Haki. Jule da? Ja, oben. Ciao. Der Kühlschrank ist tabu. Die Sachen sind für morgen. Glaub's nicht. Na komm. Ja. Puh. Der Kühlschrank ist tabu. Haki. Was soll's, die alten Frauen essen alle nichts. Ja, stimmt. Um 30 bist du schon mal nur noch am Kalorienzählen. Diät. Der Sex des Alters. War das nicht geil? Ja, warum bist du eigentlich hier? Was gibt's? Reicht es, dass ich Sehnsucht nach meiner Ex hatte? Du hast den Kühlschrank gerochen. Nee, wir wollten zur Uni. Ich wollte dich abholen. Ich hab das Taxi bis morgen Mittag. Das Seminar für politische Kommunikation. Mhm. Ach, naja. Ich bin total geschafft. Was hat dich denn so geschafft? Hm? Hast du dich draußen mal umgesehen und das hier alles? Ich hab den ganzen Tag gehofft, diese Party auf die Beine zu stellen. Konnte meine Mutter doch nicht hängen lassen. Du bist gestern mit Rob aus dem Club abgezogen. Hat sich zumindest gelohnt. Ja. Was würdest du ihm geben auf einer Skala von 0 bis Haki? Haki, wie er ist oder Haki, wie er gern wäre? Sag mal, fliegen die SMS denn schon bei euch beiden? Er schreibt total süße Sachen. Ihr könnt es doch von irgendjemandem seine Notizen geben lassen. Hm? Keine Uni? Ist geniales Wetter. Wir packen was zum Picknicken ein. Hm. Tabu. Das tapieren wir irgendwie neu, dann merkt das kein Mensch mehr, dass da was fehlt. Hm. Hast du keine Pappteller? Total unökologisch. Ich hole eine Flasche Rosé aus dem Keller, ja? Mhm. Also ich hätte schwören können, dass noch Rosé im Keller ist. Zeig mir her. Ja, der ist doch wunderbar. Ja? Ja, okay. Ich danke dir, meine Liebe. Ich danke dir für die Möbel, für deine Rosen und überhaupt. Bedank dich bei meinen starken Männern und schick ihm mal einen Kasten Bier. Das ja? mache ich. Cheers. Cheers. Na, dann hoffe ich mal, dass deine bessere Hälfte den Aufwand auch zu schätzen weiß. Mhm. Wie ich dich kenne, hast du da wieder Tage geschuftet.
Thomas ist nicht der enthusiastische Typ, der vor Freude an die Decke springt, aber er freut sich. Ja, er freut sich leise. Genau. Stell dir mal vor, du hättest dich damals für deinen lauten Verehrer entschieden. Das habe ich aber nicht. Sag mal, bist du nicht wahnsinnig aufgeregt, Nick wiederzusehen? Meinst du, er meldet sich mal? Och, ich bitte dich. Natürlich meldet er sich. Es waren schon ganz schön aufregende Monate mit ihm damals. Aber es konnte ja kein Dauerzustand sein. Er war einfach nicht der richtige Kandidat für das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Und er hat auch keine Anstalten gemacht, das zu ändern. Also wenn du ihn heute siehst, der Mann hat's geschafft. Und er hat immer noch diesen durchdringenden Blick, der ihm schon damals weiche Knie bereitet hat. Ich habe mich anders entschieden. Also wenn du damals ein bisschen mehr auf mich gehört hättest, anstatt auf deine Mutter. Alice, jetzt hör mal zu. Mütter wollen prinzipiell nur das Beste für ihre Kinder und sie wollen auch Sicherheit. Ja, ich weiß. Jedenfalls haben wir uns alle in Nick getäuscht. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie Thomas sich für mich ins Zeug gelegt hat? Och ja. Das musst du ihm lassen. Er hat sich von Nick nicht beeindrucken lassen. Also, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer fand. Seine Blumensträuße oder seine Krawatten? Oh Gott, das war der reinste Terror. Du bist gemein. Nein. Ich glaube, ich würde Nick schon gern wiedersehen. Aber nur, weil er eine wunderbare Erinnerung ist. Jo. Morgen, Mama. Morgen, Jojo. Ich würde dir helfen, aber ich muss zur Uni. Ach, du brauchst mir nicht helfen. Ich lieg ganz gut im Rennen. Hoff natürlich nur, dass ich nichts vergessen habe. Wenn auf deinen Listen überall Häkchen sind? Mach du dich nur lustig über deine alte Mutter. Einzige Baustelle bin ich noch. Nägel muss ich noch machen, Haare waschen und mein wunderschönes neues Kleid anziehen. Mockerbraune Seide. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie viele Seidenraupen dafür ihr Leben lassen mussten? Jule, tust du mir einen Gefallen? Heute Abend keine Vorträge über Umweltverwüstung durch Ferntourismus. Oder Erbgutschäden durch Genfood. Um des lieben Friedens willen. Ich werde wahrscheinlich eh nicht da sein. Oder erst später, wenn die schweren Fälle schon längst wieder abgezogen sind. Du weißt was? Ich muss zur Fachbereichsparty. Jule, dein Vater wird 50, da wird doch dein Flirt bis morgen warten können. Darum geht's doch gar nicht. Na, was ist es diesmal für einer? Blonder oder dunkelhaarig? Mama, alle Profs werden da sein. Es macht sich immer gut, ein paar Worte mit denen privat zu wechseln. Und ausgerechnet heute fängst du an, dein Studium ernst zu nehmen. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Dein drittes Studium. Dein drittes angefangenes Studium. Du lässt echt keine Gelegenheit aus, um mir das aufs Brot zu schmieren. Ich erwarte von dir, dass du heute Abend kommst. Das ist eine Frage der Ehre. Guten Tag, wir kommen wegen des Fallrohrs. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, zumindest nicht heute. Doch, doch, also hier steht's, wir würden gerne meinen Chef anrufen. Oh, das habe ich ganz vergessen. Guten Morgen. Guten Tag. Ich habe sie bestellt. Tanja, du weißt genau, was heute für ein Tag ist. Ungünstiger geht's ja nun gar nicht. Ich muss dann. Wir sind uns einig. Mama, die Herren kommen wegen der Wasseranschlüsse auf den Dachboden, damit wir die Fliesen legen können. Sie haben uns extra eingeschoben. Gut, also bitte, dann kommen Sie rein, aber machen Sie schnell. Essen muss reinlegen, ne? Und du saugst nachher. Guten Tag. Hast du alles bekommen? Ja, rote Windlichter waren Fehlanzeige, aber ich war im Baumarkt und. Aber die sind ja grün. Ja, ist schön, oder? Ja, aber das passt doch gar nicht zu meinem Farbkonzept. Ja, aber die sehen doch toll aus, der Kontrast, dann wirken die auch richtig gut. Nein, Tanja, bitte bring sie wieder zurück. Das ist jetzt Unsinn, oder? Also gut, dann bring ich sie zurück, ich habe ja auch nichts anderes zu tun. So, mit dir kann man auch gar nichts recht machen. Tanja, ich gebe mir die größte Mühe, einen schönen Abend für uns alle zu gestalten. Ja, und wir anderen haben alle einen schlechten Geschmack. Johanna, könntest du eventuell mal ans Telefon gehen? Oh, gern, Petra. Gern. Egal, was ich mache, es ist nie gut genug für dich. Immer hast du was auszusetzen. Och, Tanja. Weißt du was? Ich komme am besten gar nicht zu deiner Party. Nicht, dass ich noch dein Farbkonzept ruiniere. Jansen? Ach, Thomas. Schöner Abend beim Italiener. Wenn du dich da mal nicht zu früh freust, mein Junge. Ach, was soll's? Ich finde es sowieso besser, wenn du Bescheid weißt. Deine Frau will dich überraschen. Ja, du hast volles Haus. Stell dich schon mal drauf ein. Ja, aber tu so, als wüsstest du von nichts. Ich habe nichts gesagt, ja? Ist das Thomas? Ja, also dann bis heute Abend. Ciao. Hallo, mein Schatz. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wünsche dir, ich wünsche uns... Ach was, ich sag dir das alles, wenn ich dich sehe. Ja, ich habe ja mitbekommen, dass du schon von der Party Bescheid weißt. Nein, nein, ich bin nicht enttäuscht. Ich mach mir doch gern die Mühe, ich liebe dich doch. Also bis dann. Tschüss. Warum hast du das gemacht? Was? Ach,
Es ist mir so rausgerutscht. Er hat irgendwas vom Italiener geredet. Weißt du, was ich glaube? Du wolltest mir eins auswischen, mir mein Geschenk kaputt machen. Das ist doch absurd. Weil du dich mit deinen Vorstellungen für Thomas' Geburtstag nicht durchsetzen konntest. Ach Gott. Jetzt weiß er eben, dass ihn ein Fest erwartet. Was ist da der Unterschied? Das weißt du ganz genau. Dieser ganze Aufstand wegen ein paar Buletten im Garten. Wenn du keinen Wert auf meine Buletten legst und ja auch zu fein für unseren Schrebergarten bist, dann komm doch einfach nicht. Aber na, das meinst du doch nicht ernst. Doch, genau so meine ich das. Na schön. Also mit mir musst du nicht rechnen. Aber ich bin sehr gespannt, wie du das deinem Mann erklären willst. Thomas weiß ganz genau, was für ein Drachen du manchmal sein kannst. Ihr könnt mich alle mal. Ich lasse mir den Abend von niemandem verderben. Auf die Harmonie. Hallo, Kleid. Ob der Ausschnitt vielleicht doch ein bisschen gewagt ist? Ich bin ja nicht Alice. Obwohl, wenn ich mir ihr Dekolleté ansehe und meins, ich muss mich nicht verstecken. Wer hat, der hat. Hallo, Petra. Hallo. Trägt man das jetzt so in Lüneburg? Haha. Was ist denn los? Ach, ich racker mich seit Tagen ab für diese dusselige Überraschungsparty. Und dann, ich sag den ganzen Auftrieb ab. Ich habe keine Lust mehr. Hey, du bist ja völlig aufgelöst. Meine Schwiegermutter hat Thomas alles erzählt. Einfach mal so am Telefon. Diese alte Hexe. Ich habe sie ausgeladen. Oh, ihr spröder Charme wird uns fehlen. Und Tanja und Jule kommen auch nicht. Jule geht auf eine Uni-Party und mit Tanja habe ich mich vorhin so gezofft. Sie hat gesagt, man kann es mir überhaupt nicht recht machen. Da hätte ich ja 3 Stühle weniger mitbringen können. Shampoos? Ach, ich hatte schon. Und die Haare? Zu allem Überfluss sind auch noch die Handwerker gekommen. Mit dem Effekt, dass wir im ganzen Haus kein Wasser mehr haben. Ja, also das ist jetzt wirklich ein Problem. Ja. Wir brauchen Eiswürfel für die Drinks. Ach, Alice, darum geht's doch überhaupt nicht. Es geht darum, dass wenn die Gäste mal ins Bad wollen... Das ist das Letzte mit dir. Ach, Mann. Komm mal her. Weißt du was? Ich trete meinen Friseurtermin an dich ab. Und dann gönnst du dir eine Maniküre. Und während du dich so in Watte packen lässt, dreh ich den Handwerkern in den Hintern. Ja. Ja? Du? Sehen die gut aus? Nicht zu fassen. Und? Da rührt sich gar nichts. Und ich dachte, Jungs können sowas. Vielleicht liegt's ja gar nicht an mir. Die Bahn von deinem Vater lag immerhin 40 Jahre im Dornröschenschlaf. Tanja, das ist zu schwer. Lass das. Lass stehen. Ich will doch nur, dass alles schön aussieht, wenn Mama wiederkommt. Ich räume nachher alles weg. Vielleicht brauche ich noch was von dem Zeug. Hm? Ich war richtig fies zu ihr. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Du bist ein bisschen gereizt. Wir wissen ja warum. Hm? Das ist normal. Deine Mutter kennt es aus eigener Erfahrung. Hm? Ich liebe dich. Oh. Mama. Na Mensch, ihr habt aber geschuftet. Das sieht ja toll aus. Und Papas Eisenbahn habt ihr aufgebaut. Oh, na, die muss ich unbedingt sofort fahren sehen. Ja, das wollen wir alle, nur... Vorsicht an der Bahnsteigkante. Was guckt ihr denn so? Nur so. Sieht übrigens klasse aus.
Dankeschön. Gefällt's dir? Ich habe die Windlichter umgetauscht. Wir haben jetzt rot und rosa. Und ich habe gedacht, die grünen wären eigentlich doch schön gewesen. Nicht alle so Ton in Ton. Mama, unser Streit, es tut mir wirklich leid. Nein, mein Schatz, mir tut's leid. Schon aus purem Egoismus würde ich mir so eine Party nicht entgehen lassen. Und abgesehen davon ist es ja wohl Ehrensache, dass wir alle vollzählig antreten. Eigentlich schon. Komm. Johanna, eigentlich geht's doch nur darum, dass es für Thomas ein unvergessliches Fest wird. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber in meinen Augen ist ein Gartenfest nicht der richtige Rahmen, um Geschäftspartner und Klienten zu empfangen. Das haben wir jetzt x-mal besprochen. Und das Drei Könige ist... Ich weiß, es ist ein ganz wunderbares Hotel. Ich habe da mal gearbeitet. Und Sie hätten das auch ganz professionell ausgerichtet. Davon bin ich auch überzeugt. Aber, Johanna, ich möchte dem Fest eine persönliche Note geben. Du musst ja wissen, was du tust. Mir wäre es ja eigentlich schon ganz wichtig, wenn du kämst. Also ich meine, auf gesellschaftlichem Parkett kann dir keiner was vormachen. Du kennst deine Lüneburger Pappenheimer, ihre Eitelkeiten, ihre Empfindlichkeiten, die Fettnäpfchen. Ja, hat sich vorhin aber ganz anders angehört. Ja, entschuldige, ich war ein bisschen gereizt. Naja, vielleicht war es ja auch wirklich etwas unbedacht von mir, Thomas, von heute Abend zu erzählen. Es tut mir leid. Heißt das, du kommst? Ja, wenn du willst. Weißt du, was mir dann auch noch eingefallen ist, also was die Tischordnung anbetrifft? Ich glaube beinahe, dass es, sagen wir mal, aus gesellschaftsstrategischen Gründen sogar besser ist, wenn du neben deinem Sohn sitzt. Hallo. Thomas, da bist du ja schon. Ich bin gut durchgekommen. Mensch, jetzt bin ich ja noch gar nicht umgezogen. Es war ein bisschen chaotisch hier. Na komm. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke dir. Du, ich habe die halbe Nacht am Jahresabschluss gearbeitet. Wir sind sowas von unorganisiert. Da hat jede Hausfrau eine bessere Buchhaltung. Ja, und dann noch mal bis mittags. Und hast du jetzt die Finanzbuchhaltung bekommen? Ja. Ab nächstem Quartal. Ach, war das doch toll. Da könntest du ruhig ein bisschen enthusiastischer sein. Das wolltest du doch. Sag mal, habe ich kurz Zeit, mich noch ein bisschen hinzulegen, bevor die Gäste über uns reinbrechen? Wenn du schnell schläfst, schon. Natürlich. Kommen eigentlich auch Klienten? Willst du mir jetzt noch die letzten Überraschungen nehmen? Es ist nur, soll ich mir eine Krawatte umbinden oder reicht es, wenn ich hier... Ach, Thomas. Wer kommt denn jetzt schon? Miriam. Na, du bist aber früh dran. Ich hatte Sehnsucht. Komm rein. Hallo, Thomas. Hallo, Miriam. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir, dass du Wünsche hast, damit das Leben spannend bleibt. Danke. Und ich wünsche dir den Mut, dir zu nehmen, was du dir wünschst. Bring mal Mann nicht auf dumme Gedanken. Entschuldige, Geburtstagskind first. Ich wollte eigentlich... Ach ja, weiß von der Party. Aber von den Überraschungen weiß er nichts. Ich wollte eigentlich fragen, ob ich noch was helfen kann. Umziehen kann ich mich ja dann hier, wenn euch das recht ist. Nein, nein, es gibt nichts mehr zu helfen. Uli hat noch mit den Möbeln zu tun, aber das ist ja Männersache. Wir Frauen, wir machen uns jetzt einfach schön. Geh doch schon mal hoch zu Tanja. Und du, mein Schatz, du legst dich hin und ich bring dir einen Tee. Ach was, ich bin topfit. Guck mal, ob ich Uli unter die Arme greifen kann. Toll, das Zeug kenne ich gar nicht. Gibt's bei mir in der Apotheke. Ich kann's dir besorgen, wenn du willst. Ich bekomme noch Mitarbeiterrabatt. Super, ich will genau das. Halt still. Dein Ausschnitt könnte einige Herzinfarkte verursachen heute Abend. So extrem? Naja, für Männer mittleren Alters. Ach, du, mach nicht so viel. Man kann gar nicht genug tun, um gut auszusehen. Lidschatten? Ich weiß nicht. Aber ich weiß. Mit dem bin ich eigentlich total knauserig. Das Zeug gibt's nämlich nicht mehr. Seid ihr bereit für den Star des Abends? Außer Thomas natürlich. Mama, du siehst... Wow! Ja, ist gut. Ich hab zuerst gedacht, vielleicht ist es zu gewagt. Jetzt sehe ich ja aus wie deine Mutter. Na, dann warte mal ab, bis Miriam mir das Make-up aufgelegt hat. Ich bin sofort fertig mit Tanja. Setz dich so lange hier hin. Ah, fehlt ja nur noch Juju. Scheiße, 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 nein! Oh nein, das gibt es doch nicht! Oh, mein Kleid, nein! Ach
komm, Kinder, lass gut sein, es bringt ja nichts. Oh, Mist, verdammt. Schön, dass Sie kommen konnten. Dankeschön. Herzlich willkommen. Danke sehr. Dankeschön. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Danke. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Prachtvolle Rose. Keine Ahnung. Der Referent des Bürgermeisters. Zum Glück ist mir in letzter Minute eingefallen, ihn anzurufen. Ach. Sehr wichtig. Zum Glück, ja. Thomas! Werner! Schön, dass du gekommen bist. Alles, alles Gute. Oh, danke. Da du schöne Frauen ja schon im Überfluss hast, habe ich hier zwei Alternativen, mit denen du in Zukunft deine Abende verbringen könntest. Bordeaux und Havanas. Du bekommst natürlich eine Kiste. Wenn man sich die leisten kann, muss man schon sehr alt sein. Wir sind sehr alt, mein Lieber. Nein. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, mein Lieber. Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass wir das ein oder andere Glas gemeinsam trinken hier bei euch. Sind denn Frauen auch zugelassen? Ja, der Wein mit Thomas ist in Wahrheit ja nur ein Vorwand, um in deiner Nähe zu sein. Du bist jederzeit willkommen. Danke. Ja, alle Achtung. Was ihr in den ganzen Jahren aus dem Haus und dem Garten gemacht habt. Petra, ich habe damit nichts zu tun. In so einer Atmosphäre hätte ich mir meinen 50. auch vorstellen können. Wenn Simone noch gelebt hätte. Naja, sollte nicht sein. Sag mal, und du hast bis heute Abend von dem ganzen Zauber nichts mitbekommen? Ich hatte keine Ahnung. Können Sie mal bitte kommen, Jule halt Rotz und Wasser. Was ist denn los, mein Schatz? Willst du es mir nicht sagen? Du wolltest doch zur Uni-Party. War ich ja. Ja und? War wegen dem Typen da. Wenn der mich mit dem Arsch nicht angeguckt hat, dessen hat er die ganze Zeit an so einer anderen Tour so rumgegraben. Ich hätte gleich stutzig werden müssen, als er mich gestern Morgen so schnell abservieren sollte. Kein Kaffee, kein Kuss. Gestern Morgen? Tu doch nicht so, als hättest du mir abgekauft, dass ich so früh schon in der Uni war. Wahrscheinlich findet er mich einfach nur hässlich. Keine Ahnung, oder zu flach, zu dick, zu doof. Nein, jetzt red dir das doch nicht ein. Aber weißt du, Jojo, es geht auch alles immer ein bisschen schnell bei dir. Was? Naja, kaum siehst du jemanden, da bist du schon... Wenn ich ihn doch liebe. Liebe? Das ist ein großes Wort. Ja, das ist ja auch ein großes Gefühl. So als wenn man unter Strom steht, wie ein Erdbeben im Bauch. Weißt du, Liebe, das ist für mich was anderes. Das ist kein Feuer, das auflodert und dann wieder verglüht. Liebe, das ist wie die Sonne, die dich wärmt und dir Licht gibt. Und das jeden Tag. Und für dich war Papa immer die Sonne? Nein, nicht am Anfang. Sowas braucht Zeit. Das ist auch Arbeit. Und man muss ganz genau hinschauen. Aber du wolltest immer nur die Sonne und nie das Feuer? Weißt du was? Jetzt machst du dich einfach ein bisschen hübsch. Siehst du, du findest mich auch hässlich. Nein, Schatz, nein. Ich meinte frisch. Ich habe noch gar kein Geschenk für Papa. Eigentlich wollte ich ja was mit Tanja zusammen besorgen, aber die macht diesmal auf Einzelcamp. Ach, Jule, du bist für Papa Geschenk genug. Er freut sich, wenn du da bist. Warte mal, bleib mal stehen. Irgendwas ist hier verkehrt. Das ganze Kleid ist verkehrt. Ich habe mich doch mit meinem neuen Kleid vorhin in den Nagellack gesetzt. Ist das nicht furchtbar? Ach, es guckt sowieso niemand drauf, was du anhast. Was, ist das so schlimm, das Kleid? Ich meine, ich habe das schon 2 Jahre, Quatsch, aber... Quatsch, ich meine doch nur, das Kleid ist egal. Du strahlst irgendwie von innen, du bist... Du bist wunderschön. Nick. Ich fass es nicht. Nein. Ich freue mich, dass... Das ist nicht zu fassen. Jule, das ist Nick, ein ganz alter Freund von mir. Hallo. Das ist meine jüngste Jule. Na, das habe ich mir doch gedacht, dass mein Mitbringsel seinen Weg ganz alleine zu dir findet. Ich war so frei. Hallo, Alice. Hallo. Ja, also wenn ihr wieder zu euch gekommen seid, dann könnten wir doch nach draußen gehen und auf unser Wiedersehen anstoßen. Genau, das machen wir. Komm, Julchen, komm. Komm mit, alle in den Garten. Oh, das war komisch. Und als Nick
Petra das erste Mal gesehen hat, da stand sie auf einer Lautsprecherbox vor der Bühne. Und ratet mal, wer Räuberleiter gemacht hat. Jedenfalls wurde ich von meinem Boss dazu verdonnert, sie da runterzuholen. Und sie hat sich mit Händen und Füßen gesträubt. Oh Gott, ja, Mama, bei einem Rockkonzert auf der Lautsprecherbox. Das ist kaum zu glauben. Ja, das war ein irrer Sommer. Werde ich nie vergessen, es war eine unfassbare Hitze. Die Straßen haben Blasen geschlagen. Ohne den Ventilator im Büro. Da war uns noch gar nicht zu denken, was? Und zwischen den Konzerten bin ich zurück nach Lüneburg, um mit Alice und Petra auf die Piste zu gehen. Was machst du jetzt so? Immer noch in der Musikbranche? Ja, sehe ich so aus. Ja, wer weiß. Nein, nein, ich habe den Absprung geschafft. Ich bin Arzt, Chirurg und Neurologe. Johanna, er ist praktisch der Messias unter den Ärzten. Aber nein. Alice neigte schon immer zu Übertreibungen. Ich habe in Krisengebieten gearbeitet, hauptsächlich in Afrika. Und du, was machst du so, Tom? Er ist Steuerberater. Er ist der Steuerberater von Lüneburg. Aber jetzt erzähl doch mal, weshalb du das sonnige Kalifornien gegen die Heide eintauschen willst. Ich baue mit internationalen Spendengeldern ein Traumazentrum auf. Was? Das Traumazentrum, das sind Sie? Das ist seit Monaten Stadtgespräch. Ein Freund von mir ist Jurist, Werner. Der kann dir vielleicht Wege ebnen. Er ist auch hier. Ich mache euch bekannt. Ah, das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt wird gefeiert. Du hast ja gar nichts mehr zu trinken. Ja, ich gehe mir erstmal was holen. Das ist ja toll. Hanna? Unglaublich. Gibt es die alte Schleuse noch? An der Ilmenau? Junger Mann, Sie meinen unsere Kuschelschleuse? Mhm. Ja, sehr wohl, die gibt es noch. Irgendwie ist es, als hätte es die letzten 25 Jahre nicht gegeben. Wir beide hier. Es ist wie in meiner alten WG. Aber ich glaube, ihr hattet damals kein Sofa. Du weißt genau, was ich meine. Es sollte nur ein kleiner müder Scherz sein. Oh Mensch, Nick. Wie geht's dir? Was machst du? Bist du verheiratet? Meine Frau ist Amerikanerin. Ich habe sie vor 10 Jahren auf einem Flug nach New York kennengelernt. Familie ist alter Ostküstenadel. Und habt ihr Kinder? Nein. Ich bin so glücklich mit meinen Mädchen. Obwohl es auch nicht immer leicht war. Jule ist heute unser Sonnenschein, aber die hättest du früher mal sehen sollen. Das glaube ich dir gern. Und mit Tanja habe ich mich erst heute Morgen so gezofft und kein Mensch weiß warum. Weißt du, es geht dann um irgendwelche Lappalien. Du bist rundum glücklich, oder? Ja. Ich habe meine Entscheidung nie bereut. Obwohl ich weiß, dass ich dich damals sehr vor den Kopf gestoßen habe. Und du? Bist du auch glücklich? Hey, sieht so ein unglücklicher Mann aus? Nein. Ah, könnt ihr mal kurz rauskommen? Tanja und ich möchten was sagen. Wir machen es einfach so. Wenn wir bis 50 noch nichts Besseres gefunden haben, dann heiraten wir uns einfach gegenseitig. Vielleicht werde ich ja gar nicht so alt. Tritt dich nicht raus. Abgemacht? Abgemacht. Darf ich kurz um Ruhe bitten? Tanja und ich möchten was sagen. Willst du oder soll ich? Lieber Papa, du hast dich vielleicht schon gefragt, warum... Du fragst dich vielleicht, warum Uli und ich dir heute Abend noch kein Geschenk überreicht haben. Wir haben ein Geschenk, das lässt sich allerdings schwer einpacken. Thomas, es ist nicht leicht für dich, was zu finden. Du hast ja alles. Hm? Tolles Zuhause, nette Freunde, eine wunderbare Familie, eine sagenhafte Frau. Mama, unser Geschenk ist es eigentlich auch für dich. Also, Geschenk ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, weil wir es nicht wirklich hergeben und weil du es nicht behalten darfst, also im herkömmlichen Sinne. Ich bin schwanger. Ja, wir bekommen ein Baby. Papa, du wirst Großvater. Das ist ja. Oh, ich freue mich so. Oh. Oh, wir streiten uns über den Tisch. Uli, Mensch, gut gemacht. Ich bin Oma. Schön, richtig schön. Fast zu schön, um wahr zu sein. So viel Liebe unter den Menschen.
Wenn Johanna sich nicht bald bei irgendwem beschwert, was für eine Rabenschwiegertochter sie hat, oder Jule unter den Gästen Kapitalismusknechte enttarnt, denke ich morgen, das war alles nur geträumt. Wenn ich heute Bilanz ziehen würde, das macht man ja automatisch an so einem Geburtstag, wenn ich Thomas wäre, ich würde denken, besser konnte ich es nicht treffen. Gut, es war nicht immer ein Sonntagsspaziergang, es gab auch Durchhänger, am Anfang die Hypothek, die Sorgen um die Kinder, aber es hat sich gelohnt. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, alles im Griff. Amüsier du dich. Ach, da seid ihr zwei Süßen. Oh, was toll, ein großes Stück. Ja und? Ein Schlückchen. Ha ha.